Wen haben wir? Was kommt euch in Sinn, wenn ihr an Heimat denkt? Landluft. Also wenn es so richtig nach Gille stinkt, dann ist für dich Heimat. Wir sind jetzt da in St. Ulrich auf die Jugendfreizeit. Da sind viele Jugendliche, ungefähr 50 Stück, zum Thema My Home is where my heart is. Und da haben sie mehrere Sachen vorbereitet. Und mit dem ersten fangen wir an, eine Akustik-Version zum Thema Heimat-Sinfonie. Bühne frei! Das schönste Land im Deutschland, das ist das Vaterland. Eine Familie, Mutter, Vater, Kind, natürlich im schönen Haus und wie sie es gehört, die Freunde, die etwas betrinken. Also, liebe Lieben, wir sind da in der heiligen Halle von St. Ulrich und auf der Bildungsfreizeit von 14- bis 16-jährigen Jugendlichen. Jetzt habe ich da die Leon, die Gwendolyn und die Kira. Und das Thema war ja, mein Home ist, wer mein Heart ist. Wo ist euer Heart? Ich denke, Heimat ist schon bei mir meine Familie, aber auch zum Teil meine Haustiere. Katzen zum Beispiel. Ja, Heimat ist für mich, wenn man immer dahin geht, wo man sich auch wohlfühlt, wo man gutes Essen kriegt. Es verschiebt sich immer, es gibt kein richtig festes Zuhause. Und was ist das für ein Essen, wo du gerade angesprochen hast? Was ist der richtige Lieblingsessen? Also zu Hause zum Beispiel hat er für mich Bibliskäse. Der macht den besten Bibliskäse? Oma. Und wo ist das? In Merdinger, das ist am Kaiserstuhl, also Tuniberg-Kaiserstuhl. Wo bist du daheim? In Menzerschwand. Ja. Direkt hinterm Feldberg. Genau. Und was ist dein Lieblingsgericht? Wurstsalat. Und bei dir? Spätzle. Spätzle, Bibeliskäse und Wurstsalat. Das ist doch mal gute Sache. Und wo ist eure Heimat? Also ich komme aus Hassel am Kinzigtal. Kinzigtal? Ja. Wir beide kommen aus dem Bladen. Und ihr seid halt so zünftig angezogen, ihr habt Lederhose auf. Ist das eure Tracht oder was ist das? Nee, das ist immer auf Fest, immer das Fest an. Und auch Lavenzi natürlich, der ist ja auch immer auf dem Feldberg. Echt, ihr kennt Lavenzi? Na klar, kennt man den. Echt, und der darf ja schon zu, oder wie? Ja, ja, das ist doch auch ein Stück Heimat, solche traditionellen Feste. Ist für euch der Dialekt Heimat? Ja, meine beiden Eltern kommen aus Menzenschwand, die sprechen Dialekt, aber ich bin mit Hochdeutsch aufgewachsen und deshalb, ja, dann fühle ich mich auch geborgen, wenn ich dann den Dialekt höre, aber unbedingt jetzt auch nicht. Ich finde, Dialekt gehört auch schon so ein bisschen zur Heimat und ja, bei mir daheim spricht eigentlich fast jeder Dialekt. Dankeschön für dieses tolle Interview. Länger du bist ja da!